Einen wunderschönen Buongiorno, Ladies and Gentle People. Ja, als kleine Zwischeninformation, und zwar am diesem Wochenende, wo ihr dieses Video seht, am 17. und 18. August, findet im Bürgerhaus Fegesack die Nippon-Con statt, wo ihr mich, meine Wenigkeit und den Mitch am Sonntag eventuell treffen könnt. Also mich auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall beide Tage da sein. Mitch eventuell auch am Sonntag. Und zwar könnt ihr uns da treffen auf der Nippon-Con und euch dann natürlich auch die Buttons natürlich auch abstauben. Spricht uns einfach an, springt uns an und jetzt geht's weiter mit Teil 2 Hannover. In einer Galerie gehen wir jetzt auch, und zwar in die Ernst-August-Galerie. Also nicht vergessen, in der Galerie müssen wir leise sein. Weil es sind ja Bilder drin. Deswegen ist es ja eine Galerie. Obwohl, das ist ein Einkaufszentrum. Für jeder Shoppingtour gehört natürlich auch ein gewisser Laden für einen Nerd mit dem Shirt immer dazu. Und das ist natürlich Elbenwald. Finde ich eigentlich immer ganz gut. Den Laden halt für Nerds natürlich genau das Richtige. So, wir sind jetzt in den Herrenhäusergärten und nur so als kleiner Vorgeschmack. Sea Life! So ungefähr sieht der Garten aus. Von oben. Da bleibt uns nichts anderes übrig als ab hinein. Ja, wie gesagt, das ist nur der Vorgarten. Wohlgemerkt, das ist nur der Vorgarten. So, und da wir vorhin noch diese eine schöne Expo-Statue gesehen haben, da haben wir gesagt, dass die ja auch noch ein Monument hat in der Grotte. Diese Grotte befindet sich natürlich jetzt hier drin. Ne? Und ja, da gehen wir jetzt mal hin. So, jetzt kommt der andere Teil von den Herrenhäusergärten, und zwar der Berggarten mit ganz vielen Blumen und Gewächshäusern und alles drum und dran. Ja, das schauen wir uns natürlich auch an.
Schmuck. Und ja, wir haben uns jetzt doch noch mal überlegt, wir gehen ins Sea Life. Ja, ein paar Fischis gucken und so. Yay! Ganz ehrlich, danke für den schönen Tag. Das hier war jetzt noch das Sea Life gewesen. Und damit würde ich dann sagen, haben wir unser Tag hier in Hannover gut verbracht. Slushy! Slushy! Ist auch am Start natürlich. Hat es euch gefallen? Auf jeden Fall. Ja. Immer wieder gerne. Wie gesagt, und ja, dann gehen wir nochmal ab zurück ins Studio. Ja, und leider konnte ich ja nun dieses Mal nicht mit dabei sein. Finde ich aber gar nicht so schlimm, denn ich finde, Lars macht das auch sehr gut alleine. Der schafft das sehr gut. Der ist schon groß, der kann das. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir hören an dieser Stelle mit dem Video auf. Die Regeln sollten wie allen immer bekannt sein. Da geht's hin, dort geht's hin, da unten geht's in diese Richtung, würde ich mich persönlich, oder besser gesagt, wir uns persönlich sehr drüber freuen. Dann werden wir uns wieder für euch an ein Video setzen. Und ansonsten verabschiede ich mich wie immer von euch mit Hasta Luego und nicht vergessen, anschauen, liken, teilen, abonnieren. Und bis dahin macht's gut, sagen euch eure Nerds mit den Shirts, euer Mitch und euer Lars von Two Screek.